Und willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ja, ich befinde mich jetzt direkt vorm Endboss. Den wollen wir jetzt heute angehen. Ich habe das in der letzten Folge ja noch gemacht. Den habe ich dann diese schwächeren Waffen mal wieder angezogen, ne, womit die eigentlich leveln. Hauptsache, die machen jetzt mir nicht mehr 100.000 Schaden. Darum geht es mir jetzt explizit. Rüstung habe ich so gelassen, weil ich weiß auch nicht, was so in der zweiten Phase passieren wird. Dass sie schon noch genug HP haben sollten, damit ich jetzt nicht nachher noch sterbe. Das fände ich jetzt auch nicht so gut. Und Ekstase habe ich auch nochmal umgewandelt, hier wieder zu Kampfgeist. Einfach damit die Ekstase auch voll bekommen können. Ja, da würde ich sagen, let's go. Zu the Endboss. Okay. Daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Oder kommt da jetzt noch ein Part vom Dungeon? Was ist denn das hier? Okay, merkwürdiger Kram. What the fuck? Das ist Makelonia-Wald. Muss ich das einsammeln? Immobiler erhalten. Was ist das denn? Ist das eine Waffe? Was ist das hier? Oh, ein Kampf. Okay. Dagegen darf ich nicht kämpfen. Die sind gefährlich. Ich glaube, die sollten uns jetzt nicht mehr gefährlich sein, dadurch, dass wir Schleife haben. Aber Zombie-Zustand können die noch ausführen. Aber halt nicht mehr Stein. Das ist halt das Gefährlichste bei denen. Dass sie uns alle versteinern können. Und die Schleife sollte uns, glaube ich, davor bewahren. Daher sollte es gehen. Ist schon interessant, jetzt wieder nur so wenig Schaden zu machen. See ya. Aber die Ekstasen haben sich jetzt gar nicht mehr gefüllt wegen dem Zombie-Zustand. Das nervt. Okay. Die Kamera dreht sich. Das sieht ja weird aus. Das ist aber Wasser, wa? Und da hinten sieht man voll Xanarcant. Und so ein Kram. Oh, das brauchen wir. Magierstab erhalten. Warum kriegen wir sowas? Oh, da hinten ist noch ein Ei. Hier ist auch ein Ei. Weißes, Weißspheroid. Okay. Muss ich irgendwo weitergehen? Ein Hinterhalt von einem Morbul. Top. Mundgeruch kannst du dir mal irgendwo hinstecken. Das juckt mich alles nicht. Ich habe jetzt auch nicht die Ekstasen aufgeladen. Also die Bestie, die Ekstasen eingesetzt haben. Ich glaube, das waren aber nicht viele, oder? Ich glaube, ich habe tatsächlich nur in dem Try nur Jujumbo eingesetzt. Ja, geil. Also das ist auf jeden Fall jetzt der Spielstand, wo ich noch gegen Jujumbo, wo ich noch gegen den Richter gewonnen habe. Mit Jujumbo. So, ein Wundersphäroid. Müssen wir da hin? Das sieht irgendwie specialig aus. Nö, anscheinend nicht. Muss ich einfach alle Sachen sammeln? Kann ich überhaupt weiter? Ey, hört mal auf. Da ist ein Ei. Abwehrmauer. Irgendwie fühlt sich das komisch an. Irgendwie fühlt sich das so an, als könnte ich hier Sachen farmen, aber... als müsste ich auch weiter. Tech-Spheroid. Müssen wir da hin? Ja, da kann ich nirgendwo hin. Ist sie... oh, scheiße. Ja, genau. Wisst ihr was? Da hab ich was gegen. Das ist genau das beste Mittel gegen sowas. Das nennt sich Anima. Sagt hallo. Hätte ich was für euch und das ist Chaos D, also Chaos Dimension. Keine Ahnung, warum die das nicht ausgeschrieben haben. Waren sie wahrscheinlich wieder zu faul für. Bye bye. Also drei von denen ist aber auch echt schon hart. Also ich weiß noch, dass das einer der schwierigeren Gegner waren, die ich mir fangen musste. Was muss ich jetzt hier tun? Also gegen die Dinger laufen ist auf jeden Fall schlecht. Es werden auch immer mehr. Ich denke, ich muss wirklich... Cases und Banner. Das sind wirklich random Waffen. Oder Gegenstände generell. Ich glaube, ich muss echt die Sachen einfach nur sammeln.
und den Dingern hier ausweichen. Keine Ahnung. Da ist noch eins. Ritterlanze. Aber wie lange? Wie lange muss ich das hier machen? Wann kann ich weiter? Oh Mann. So ein Ding. Ja, okay, die sind nicht so allzu wild. Das geht tatsächlich noch. Nein, nicht beschwören, danke. Und bye bye. Den finde ich aber übrigens auch sehr, sehr cool. Also vom Design her ist auf jeden Fall einer der geileren. Ich mag eigentlich immer sehr, sehr wuchtige Gegner, aber der sieht trotzdem cool aus. Hallo, gibt es hier nochmal ein Ei oder war es das? Hier ist noch eins. Infinity. Oh Gott, ist das, habe ich ein Auto bekommen oder was? Okay, ich habe die jetzt mal rausgecuttet. Das ist mir ein bisschen zu nervig hier gerade mit den Gegnern. Level 3 Theorie sogar bekommen. Damals waren die noch recht selten, als man hier das erste Mal war. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache was falsch. Aber ich weiß nicht was. Oh no, ey, ich sehe ja nichts. Auch so ein Ei wieder. Warte mal, da unten ist ja eine Nummer, die sehe ich jetzt erst. Oh, mein Mikroarm ist genau darüber. Deswegen konnte ich die 8 gar nicht sehen. Wahrscheinlich brauche ich 10 Sachen. Okay, come on. Noch 2 Eier oder so. Ich hoffe mal, dann ist Ende. Aber ich habe auf jeden Fall irgendeine Progress-Anzeige. Das hilft mir schon mal. So, ich mache mal ein bisschen Übersicht hier. Da ist eins, da sind 2. Nein, jetzt verschwinden die einfach. Was ist das denn jetzt für ein assigen Move? Oh, da bei uns auch. Oh nein. Ja, sind auch wieder weg. Jetzt hoffe ich mal, das Ei ist noch da. Bezweifle es aber ein bisschen. Nee, es ist noch da. Perfekt. Erunting oder so. Das hört sich ja komisch an. Das hört sich irgendwie nordisch an. Nein, nicht. Ich muss mega aufpassen, weil in die Richtung, wo ich nicht gucken kann, ist immer ätzend. Wahrscheinlich ist hier hinten auch noch irgendwo eins. Was ich aber nicht sehe. Nee, irgendwie gerade gar nichts. Gott. Immer so ein bisschen steppen und wieder gehen. Ey, ich sehe kein Ei mehr. Was ist das denn hier? Ist ja frech. Also lore-mäßig muss mir das auch mal jemand erklären, was das hier für Sinn macht. Wahrscheinlich ist der jetzt hier nicht so mega lore-Hintergrund. Da ist doch eins, oder? Da kommt doch eins. Ja, perfekt. Para-Schild. Oh, ich dachte schon. Weil da unten ist keine 10. Jetzt haben wir immer noch 9. Ja, daran konnte ich mich erinnern. Da vorne ist er. Der eigene Vater. You're late, Auron. I know. Hey. Ha! You got tall, but you're all bones. You eating right, boy? Really grown. Yeah, but you're still bigger. Well, I am Sin, you know. That's not funny. Well,
I mean, you know. Let's end this. Dad? Yeah? I hate you. I know. You know what you have to do. Yeah. I can't hear the hymn so well anymore. Pretty soon I'm gonna be Sin, completely. I'm glad you're here now. One thing though. When it starts, I won't be myself anymore. I won't be able to hold myself back. I'm sorry. That's enough! Let's finish this, okay? You're right. Well then, let's go. Ja, das ist er. Das ist der Endboss. Ziemlich, ziemlich geil. Ich liebe diese Musik einfach. Ja, wir werden nicht verlieren. Hoffen wir es mal. Wieso ist Orin in unserem Team? Orin, kannst du bitte wieder gehen? Also das ist die Bestia, zu der wurde Jack halt als Brosgain beschworen hat. Ich weiß nicht genau, wie das so ablief, aber die sind ja zu New Unalaska gegangen und dann wurde Jack zur Bestia und der wurde zu diesem Monster und damit haben die dann Sin besiegt. Das ist die hohe Beschwörung. Also super geil. Ey, wir haben hier noch eine Seite der zwei Dinger. Jupagode. Okay, ja, dann machen wir das Ding auch mal weg. Die Fernung ist zu groß. Ah, wir brauchen Walker. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie viel HP der Typ so hat. Walker, kannst du mal herkommen? Kannst du mal so ein Ding an der Seite zerstören? Keine Ahnung, was die so können. Linke Jupagode steht still. Okay, ich glaube, ich habe sie besiegt. Ich weiß nicht, wie viel HP der halt hat. Das kann sein, dass er gleich schon weg ist. Der hat auf jeden Fall mehr, als ich schon dachte. Sieht auf jeden Fall mega fancy aus. Yo, ich glaube, ich habe ihn schon. Beziehungsweise die erste Phase. Ja, genau, richtig. Daran konnte ich mich nämlich auch noch erinnern, dass er irgendwann mal so ein Schwert trägt. Ich hatte mich gerade gewundert, warum er es nicht von Anfang an hat. Mach ich so, ja, maybe eine zweite Phase. Und ja, so ist es auch. Aber richtig cool. Also den hätte ich auch gern mal so beschworen. Ja, Jack erstickt beim Klang von Tides Stimme. Nee, erschrickt. Nicht erstickt. Die Kräfte verlassen Jack.
Okay, noch leichter oder was? Ich frag mich, wie das wohl gegen den wäre, wenn man noch richtig schwach wäre. Hey, der hat die ganzen MP von Tails geklaut. Was ist das denn für ein frecher Typ? Ich weiß nicht, ob ich die Yupagode da auf der linken Seite von ihm gesehen auch zerstören sollte. Ich glaube, die heißt Yupagode links, ne? Nee. Die heißt einfach Yupagode. Okay, dann für uns rechts auf jeden Fall. Die rechte Yupagode steht. Nee, ist sogar für uns von unserer Sicht aus. Okay. Ja. Verreck, Junge. Hä, habe ich nicht die Ekstase umgeändert? Dass sie sich füllen soll, wenn wir angreifen? Habe ich das Falsche ausgewählt? Naja, egal. Keine Ekstase. You'll cry. You're gonna cry. You always cry. See? You're crying. I hate you, Dad. Save it for later. Right. We've got a job to do, don't we? Good. That's right. You are my son, after all. You know, for the first time I'm glad to have you as my father. Sir Jack, I should... No! Yuna! There's no time! You stay away! Yuna, you know what to do. The Aeons! We Aeons! Call them! Call us! Yes. Here it comes!
Ja, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir noch unsere ganzen Bestien besiegen. Wir fangen einfach oben an mit Valfaris. Das ist nämlich Yu Yevon. Der möchte Besitz ergreifen und den nächsten Sinn erschaffen. Aber das werden wir nicht zulassen. Jetzt bin ich halt gespannt, wie das wohl laufen wird. Weil unsere Bestia sind schon ein bisschen stärker. Aber von den HP her sollte es klar gehen. Nur deren Angriffe könnten mir vielleicht ja gefährlich machen. Yu Yevon ergreift die Kontrolle. Jetzt haben wir nochmal so eine Art schwarze Bestia, ne? Das ist auch interessant. Ist das die Lore der schwarzen Bestia? Dass Yu Yevon da auch irgendwie schon seine Finger am Spiel hat? Die Upagoden sind hier wieder auf jeden Fall im Spiel, aber die kann ich jetzt auch mit den Nahkämpfern erreichen und nicht nur mit Fernkampf. Ja, okay. Weil Ferris hatte ja unter 20.000. Ich glaube, durch immer Hass, das ich drin habe, bin ich möglicherweise doch recht stark. Dadurch kommen die ja gar nicht so richtig ans Zug, also können die mir auch nicht wirklich gefährlich werden. Ich dachte mir sowas wie Anima oder sowas mit der Ekstase, aber die wird er niemals bekommen. Wenn überhaupt noch das Magus-Trio, was ein bisschen was kann, aber selbst die müsste ich alle mit 3 Schlägen jeden eliminieren können. Mal gucken. Er hätte mich vielleicht ein bisschen nerven sollen, also ein bisschen mehr. Aber hey, ich habe extra so viel trainiert, ich habe viele, viele Stunden da reingesetzt. Ich darf die jetzt easy besiegen. Das ist in Ordnung. Schon wieder ein schwarzer Ifrit jetzt hier. Eine Weiche von uns. Ich fände das aber super, super cool. Also ich mag das lore-mäßig, passt das halt so gut zusammen, dass die Stärke unserer Bestia jetzt haben. Yu Yevon die Kontrolle übernimmt, dass sie genauso stark sind, wie wir sie halt trainiert haben. Wir haben auch so eine Art Bindung zu denen irgendwie aufgebaut und jetzt müssen wir die einfach ein nach dem anderen halt wirklich besiegen und so weiter, obwohl das ja so, keine Ahnung, Freunde sind, kann man schon fast sagen. Die haben ein bisschen zu wenig natürlich irgendwie an Gesprächen oder sowas mitbekommen. Also es ist nicht so, wie als hätten wir einen Hund dabei, der uns richtig ans Herz gewachsen ist. Dass es jetzt richtig weh tut, so ist es nicht. Aber ich glaube, das war so ein bisschen der Wunsch dahinter, hinter dem Entwicklerteam. Aber ich finde das trotzdem sehr, sehr cool und sehr, sehr episch, dass man es jetzt so macht. Schwarzer Ixion sieht einfach fast genauso aus, obwohl er hat jetzt ein paar rote Akzente drin. Das ist schon ziemlich geil. Mag ich schon ganz gerne. Und jetzt gleich kommt mein Favorite. Obwohl die schwarze Shiva sieht nicht so cool aus. Die normale Shiva finde ich ziemlich geil. Schwarzen Ifrit, glaube ich, fand ich ziemlich cool. Yuna geht es auf jeden Fall sehr nahe. Das merkt man. Aber bald sind keine Bestien mehr über, Yu Yevon. Was willst du dann tun? Finde ich aber schön, dass sie hier nochmal die komplette Animation immer zeigen. Weil ich habe die jetzt nicht nochmal extra angeschaltet. Hatte ich eigentlich mal vor, habe ich vor ein paar Folgen mal irgendwann gesagt, dass ich da nochmal die ganzen Animationen sehen möchte. Und dachte ich so, werde ich wahrscheinlich eh nicht machen. Ich werde wohl keine Beschwörung nutzen im letzten Kampf. Aber zumindest sehen wir die dann hier. Shiva hatte auch unter 20.000 AP. Also ich weiß, dass Anima und Magus Trio, die müssten alle über 20.000 haben. Jojimbo hat, glaube ich, auch so 17.000 gehabt. Bei Bahamut bin ich gar nicht ganz sicher. Ich glaube, der könnte vielleicht gleich mal 3 Schläge aushalten. Nicht, dass das irgendwie zu einem Problem werden würde. Dafür sind wir jetzt wirklich so stark. Ja, bei Bahamut, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann erwähnt, finde ich auch alles eigentlich ganz cool, bis auf diesen Ring dahinter.
Der sieht so, keine Ahnung, unpassend aus. Den hätten die von mir aus weglassen können. Der macht halt Sinn für seine... Ja, wohl Sinn, ne? Also er tritt halt Entscheidungen bei seiner Ult, bei seiner Ekstase. Dann fängt er an zu drehen und dann kommt der Mega-Flair. Aber das hätte man auch einfach da auch weglassen können. Da hätte man vielleicht so ein bisschen... keine Animation mit seinen Flügeln machen können, die ja schon sehr detailliert sind. Weil er hat 3 Schläge ausgehalten, das ist doch schon mal was. Aber der Ring hätte es für mich hier nicht mehr gebraucht, ansonsten finde ich ihn ganz cool. Aber generell bin ich sehr, sehr zufrieden mit den Bestien in diesem Spiel. Die finde ich größtenteils alle sehr, sehr cool. Anima sowieso. Die Lore dahinter, dass es Seymours Mutter ist, womit Seymour 1 Sin besiegt hat. Anima war ja dann, also die Seymours Mutter war ja dann Sin, als Braska Jack beschworen hat und Jack Sin besiegt hat. Da war es dann damals ja Anima. Das ist schon echt cool. Ich frag mich, ob das bei jeder Bestia so war. Dass jede Bestia einst mal Sin war oder so. Keine Ahnung. Nur weiß ich nicht, wer die andere Person ist bei Anima. Wenn das oberhalb die Mutter ist, dann frage ich mich, was der untere Körper ist. Keine Ahnung. Ist er schlecht der Vater? Den Vater kennen wir. Aber so optisch gesehen, richtig geiles Design. Also oben schon rum und wenn man dann noch die Ekstase einsetzt und unten rum noch so eine Art Körper gezeigt wird, der dann komplett ausrastet. Das sieht schon echt geil aus. Magus Trio hingegen, glaube ich... keine Ahnung. Da finde ich optisch, glaube ich, die finde ich gar nicht so pralle. Ich glaube, von den all den Bestien ist Magus hier, glaube ich, das hässlichste oder so. Es könnte sich sogar durch die ganze Final Fantasy Serie durchziehen. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche hässlichen Bestien mal gibt. Oder in FF8, da gibt es recht viele. Aber da sind so viele coole. Keine Ahnung, ob es da irgendwie ein Kackding gibt. Ich meine, sowas wie Karfunkel oder sowas, selbst das ist ja mega cute. Aber... naja. Jojimbo ist ja komplett neu, Magus Trio ist komplett neu und Anima. Die gibt es ja in anderen Teilen nicht. Die sind ja hier so ein bisschen einzigartig. Jojimbo ist eigentlich recht lame, weil es ja eine menschliche Gestalt so ein bisschen ist. Mit einem Hund dabei. So ein bisschen asiatisch halt angehaucht. Also der Löwe, das ist ja so ein asiatischer Löwe, keine Ahnung wie der heißt. Aber trotzdem finde ich ihn ganz cool. Nur die Kampfweise ist halt ein bisschen komisch, da bin ich nicht so Fan von. Also ich mag das vom Magus Trio auch nicht so gerne, aber das geht noch klar. Aber die Sache einfach nur Geld zu geben, damit er angreift, I don't know. Da würde ich gerne den lieber so irgendwie haben. Und selbst entscheiden können, was er einsetzt. Fände ich besser. Weil insgesamt finde ich die Kämpfe mit den Bestien nämlich sehr, sehr cool. Also bis Bahamut halt. Oder ja, Anima geht ja auch noch dazu. Aber bis Bahamut kriegt man die ja safe und die restlichen sind ja optional. Umso cooler, dass man die jetzt hier auch nochmal besiegen muss, wenn man sich die holt. Dann hast du den Kampf auch noch vor dir. So, jetzt bin ich gespannt. Was macht Yujevin jetzt? Ah, er teilt sich sogar auf. Gibt es dann 3 Sins? Oder übernehmen die das zusammen? Oder wie waren das? Das waren ja 3 Stück. Das ist auch interessant. Also lore-technisch, wenn die wirklich mal Sin waren einst. Oder generell, keine Ahnung, bei der Hohen Beschwörung oder sowas. Dass es da dann 3 Stück gab. Keine Ahnung, hat die einfach mal die, der Beschwörer alle seine Guardians hier irgendwie genutzt. Ich gehe jetzt extra mal so ein bisschen verteilt auf alle Sachen, um einfach mal zu gucken, ob die vielleicht nochmal was einsetzen wollen. Ich frage mich, was diese Pagoden machen. Ob die wirklich irgendwie was Krasses machen könnten.
Guck mal, Vigra, jetzt können die sich sogar noch heilen, aber die haben jetzt keinen Expander mehr drauf. Dadurch, dass sie nicht mehr in meinem Team sind, wahrscheinlich. Ja, okay, die sind schon fast alle tot. Ich mache mal Abwehr. Ich guck mal, ob die noch irgendwas machen. Aber das sieht nicht so aus. Die versuchen sich noch irgendwie am Leben zu halten. Aber das war's. Yuna erlernt noch irgendeinen Ekstase-Typ. Geil, im allerletzten Kampf. Nice. Heldentum oder sowas war das noch. Aber das war's mit dem Bestien. So, Yujirven. Was nun? Everyone, this is the last time we fight together. Okay? Huh? What I'm trying to say is, after we beat you, Yevon, I'll disappear. What are you talking about? I'm saying goodbye. Not now. I know it's selfish, but this is my story. Boah, ich habe gerade richtig Gänsehaut bekommen mit der Musik und so. Das war schon ziemlich cool. So, und jetzt, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie Yujirven aussah. Ich wusste nicht mehr, dass es so eine Art Käfer ist. Ist ja eher so ein Parasit halt, ne? Ist schon ziemlich cool. Irgendwie geiles Design. Hab mich, was der kann. Ich würde ihn ganz ehrlich mal an zukommen lassen wollen. Mach jetzt einfach mal ein bisschen. Alter, wie oft muss ich denn abwehren, bis der endlich mal zukommt? Ich meine, okay, abwehren sorgt dafür, dass wir auch nochmal dran sind. Wie, der hat jetzt nichts gemacht? Okay, dann verreckt, Junge. Hä? Jetzt setzt er was ein? Ist das so eine Art Konter? Dass er sich immer heilt? What? Okay, das könnte aber knifflig werden. Weil ich mache immer nur so viel Schaden, wie er heilt. Ich bräuchte eine Ekstase. Oder ich brauche die anderen Waffen. Aber so wird das nix. Das ist ja stark. Das ist echt cool. Beschwören kann ich nicht mehr. Es ist keine Beschwörung mehr da. Meisterruf geht leider auch nicht. Ja, dann muss ich mal ganz kurz Nirvana rausholen. Ne, Bruderherz war falsch. Ah, Yuna kann es jetzt machen. Und tschüss. Ich frag mich, was es sonst noch für Möglichkeiten gab. Er hätte den Zombie-Zustand geben müssen, dann hätte er sich selbst vernichtet. Irgendwie sowas. Irgendeinen Trick rausholen.
won't stop. But I... It's all right. It's been long enough. This is your world now. I have to go. I'm sorry I couldn't show you Xanarkand. Goodbye. Oh. Hey! We're gonna see you again! We'll be right back.
It's time. Everyone has lost something precious. Everyone here has lost homes, dreams, and friends. Everybody? Now, Sin is finally dead. Now, Spira is ours again. Working together. Now we can make new homes for ourselves and new dreams. Although I know the journey will be hard, we have lots of time. Together, we will rebuild Spira. The road is ahead of us, so let's start out today. Never forget them. Ja, das war das Ende von Final Fantasy X. Hätte nicht gedacht, obwohl ich das Ende noch so gut kenne, dass mir doch nochmal ein Tränchen runterläuft. Ist schon ziemlich emotional, muss man sagen. Wenn Tidus Yuna nochmal so umarmen möchte und so. Und dann mit der Musik im Hintergrund. Das passt schon sehr, sehr schön zusammen. Ist ein sehr, sehr schönes Ende, finde ich. Ich mag, dass es so konsequent dahingehend ist, dass er wirklich verschwindet und nicht mehr wiederkommt. Also so ein tragisches Ende. Das kann Final Fantasy 10, sage ich schon, Final Fantasy ja generell ganz gerne mal, dass das Ende eher ja nicht hundertprozentig ein Happy End ist, sondern immer so ein bisschen emotionaler mitspielt. Das finde ich auch immer am schönsten, wenn es nicht super, super das schöne Happy End immer ist. Ja, ich möchte jetzt ehrlich gesagt noch ein kleines Fazit über das ganze Spiel fassen. Das habe ich jetzt ja noch nicht gemacht. So ein bisschen gerade schon über die Bestia und so weiter. Aber ich finde, das gehört sich immer so ein bisschen in den Credits nochmal ein kurzes Fazit zu ziehen. Ich musste gerade, an so viele Sachen denken, die mir auch gut gefallen haben. Mal angefangen damit mit den Charakteren, die es in diesem Spiel gibt. Es gibt ja 7 Stück. Finde ich eine schöne Anzahl. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Hätte jetzt, ob es jetzt einer weniger oder einer mehr gewesen wäre, hätte im Spiel hier keinen Abbruch getan. Ich mag die Charaktere auch alle sehr gerne. Kimeri kommt ein bisschen zu kurz, aber er ist halt der Stillere und ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn es halt einen Charakter gibt, der mal nicht so mega in den Fokus gerückt wird. Jeder bekommt so seine Screentime. Ah, oh, diese Musik. Sehr, sehr schön.
also Walker mit seinem Bruder, Lulu halt, weiß ich, bei Lulu weiß ich gerade gar nicht. Doch, die hat vor allem bei Jojimbo da so in der Gegend und vielleicht mal da kurz davor, hat die hier und da mal diese Geschichte mit ihrer älteren, ja, keine Ahnung, Summoner halt, Beschwörerin oder so. Das war doch eine sie, oder? Das ist ja die ganze Geschichte mit dahinter, mit Jojimbo, meine ich. Oder? War das mit, hing das mit Jojimbo zusammen überhaupt? Irgendwie, nee, die ist da draufgegangen in der Höhle, ne? Da endete dann die Reise, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, die hat da dementsprechend noch ihre Screentime. Orin sowieso häufiger. Sehr markant. Riku nochmal, die kommt ja am Anfang recht viel vor und dann nochmal die ganze Geschichte in der Wüste und halt dieser Clinch auch mit Walker und dem Rassismus gegenüber die Albed und so weiter, dass das aufgegriffen wird. Super, super cool. Lulu finde ich jetzt übrigens auch so vom Design technisch super, super geil. Ich mag das so sehr, wie sie designt wurde. Ich mag ihre Haare, ich mag ihre Klamotten, keine Ahnung, die Schminke und so weiter. Irgendwie sieht das alles ziemlich cool aus und passend aus. Mag ich sehr, sehr gerne. Obwohl das, wie gesagt, mag ich eigentlich bei allen. Sehr farblich immer abgestimmt. Orin in Rot, Walker in Gelb, Lulu in so schwarz-lila. Haben sie alle schön so ein bisschen andere Farben reinbekommen und dadurch halt sich auch gegenseitig so ein bisschen abgehoben. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Vor allem auch, dass jeder so eine Art Rolle bekommen hat in dem Spiel, finde ich sehr, sehr schön. Dass Yuna zum Beispiel die Weißmagierin ist, Lulu die Schwarzmagierin und so weiter. Jeder hat so seine Rolle bekommen. Aber in diesem Spiel ist das nicht final. Ab irgendeinem bestimmten Punkt, nämlich im Endgame, ich glaube, bei mir war es so, ab der stillen Ebene oder Mount Gagaset so, fängst du an, einen zweiten Weg zu laufen und dann vermischt sich das alles, weil dann ist es eh schon recht spät im Spiel und ich finde, das ist auch ein ganz guter Punkt. Dass man im Endgame immer noch alles bekommen kann, finde ich sehr, sehr stark an dem Spiel und an dem Balancing halt auch. Ja, was haben wir sonst? Die Musik finde ich wirklich grandios in dem Spiel. Ich glaube, es gibt nur wenige Songs, die mir insgesamt dann nicht mehr so gut gefallen haben. Aber ich glaube, also mir fällt jetzt spontan keiner ein, aber ich glaube, manche Songs sind recht egal gewesen oder sowas. Aber ich glaube, größtenteils finde ich sehr, sehr schön. Der Song, der jetzt im Hintergrund spielt, den finde ich persönlich auf Japanisch, ist der mir persönlich zu kitschig. Ich mag den im Englischen lieber, also falls ihr euch den mal anhören wollt, gibt es auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, Distant Dreams, glaube ich, machte den auf YouTube, den auf Englisch mal anhören, echt grandios, also Tsutegi Dane oder sowas heißt das Ding ja, ich, sorry, falls ich das ein bisschen falsch ausspreche, aber das singen die, glaube ich, trotzdem noch in der englischen Version, also das auf Japanisch, ich weiß nicht, was das heißt, ich denke mal sowas, weiß ich nicht. Obwohl ich liebe dich, wird es wahrscheinlich nicht heißen, oder? I don't know. Das singen die, glaube ich, trotzdem. Der Rest des Textes ist, glaube ich, Englisch gewesen. Und das finde ich. Also, vielleicht liegt es daran, dass man den dann besser versteht. Aber ich mag halt auch nicht diese hohen Stimmen. Kommt da jetzt noch was? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war's. Ja, okay. Das sieht ja merkwürdig aus. Wie das Blaue in das Schwarze vermischt. Das sieht... Also soll das so pixelig an der Stelle aussehen? Ich glaube nicht, oder? Zumindest tut's bei mir auf dem Bildschirm gerade. Ich weiß nicht, in der Aufnahme sieht es auch so ein bisschen danach aus. Komme ich jetzt einfach wieder ins Hauptmenü? Ja, okay. Dann lass uns mal kurz reingehen. Okay, da bin ich wieder. Wir stehen jetzt wieder vorm Endboss. Hier kann ich dann zu Ende labern. Dass dieses Endebildschirm da nicht geblieben ist. Ich meine, ich habe nichts gedrückt. Normalerweise macht es das ja immer.
So, ich wurde ja gerade jetzt irgendwie unterbrochen. Keine Ahnung, bei der Musik meine ich. Ich glaube, da passte soweit alles. Ich glaube, dazu habe ich jetzt nicht mehr wirklich zu sagen. Gebiete technisch, glaube ich, ist die Vielfalt auch da. Da hätte es aber noch das ein oder andere Gebiet ruhig geben können. Also, ich mag das immer gerne, wenn halt alle, sag ich mal, Klischees von Gebieten irgendwie abgedeckt sind in einem RPG. Zumindest bei dieser Länge. Wenn es ein kürzeres Spiel ist oder ein anderes Spiel, dann brauche ich das natürlich nicht. Aber bei so einem RPG wie Final Fantasy X, finde ich, hätte es ruhig nochmal so ein, keine Ahnung, Feuergebiet oder sowas geben können. Einfach so ein, weiß ich nicht, damit diese Klischees abgedeckt sind. Ich würde sagen, Waldgebiet hat man in Killica zumindest, diesen kleinen kurzen Dschungel oder so. Die meisten Level sind nicht allzu groß in Final Fantasy X, aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich finde, die passen schon so weiter. Wir haben das Eisgebiet mit Mount Gagazet. Wasser ist eigentlich auch immer mal wieder präsent. Wir haben die typische Wüste oder sowas. Jetzt hätte es doch so einen kleinen Vulkan oder sowas geben können, meiner Meinung nach. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. So schlimm ist das nicht, dass es fehlt. Aber hätte man einfach nochmal so ein anderes Gebiet gehabt, mal was anderes zu sehen gehabt oder sowas, finde ich immer ganz toll. Es wiederholt sich dahingehend wohl, dass man immer mal wieder Rins-Reisebedarf, meine ich, ne? Nicht Sinn. Ich glaube, der hat noch keinen Reisebedarf. Mal gucken, ob das nochmal kommt. Dass man den immer wieder hat. Die ähneln sich ja vom Aufbau immer ganz gern mal. Aber das ist in Ordnung, denke ich. Man hat ja hier so eine Art Open-Schlauch oder sehr schlauchartig in diesem Spiel. Und eigentlich bin ich da kein Fan von. Vor allem in Final Fantasy 13 ist das sehr, sehr schlimm gewesen. Da hat man erst recht weit zum Endgame, ähnlich wie hier, so eine stille Ebene. Auch so ein größeres, wiesenflächiges Gebiet, was ziemlich cool ist. Kommt viel zu spät. Bei Fantasy 13 finde ich das halt vor allem richtig kacke, dass man immer durch diesen Schlauchlevel kommt und dann immer so zwei Wege hat. Hier hat man eigentlich immer nur einen Weg. In diesem Spiel finde ich das aber überhaupt nicht schlimm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwas macht dieses Spiel da richtiger. Vielleicht, weil es unerwarteter ist, was dann später kommt. Bei Final Fantasy 13 ist das immer das gleiche gewesen. Man läuft durch so ein Gebiet, dann kommt ein Endboss und dann ist man fertig mit dem Gebiet. Hier war das immer mal wieder was anderes. Vielleicht auch, weil es ein bisschen schlauchartiger, open-schlauchartiger war. Also wenn man das mal mit Killica vergleicht, dann kommt man in diesen Dschungel, da hat man mehrere Wege. Man muss aber im Endeffekt da durch und irgendwann kommt man beim Tempel halt an. Keine Ahnung. Also irgendwie hat mir das schon trotzdem besser gefallen in diesem Spiel. Ich finde das hier echt nicht schlimm. Auch wenn ich eher der Typ bin, ich mag das doch eher wie in einem Final Fantasy 6 bis 9, wo das mal ein bisschen offener ist, einen Weltmodus haben, dann in den Dungeon reingehen und da sich irgendwie durchkämpfen. Finde ich insgesamt charmanter, aber auch diese Art hat hier irgendwie funktioniert. Ich glaube, das lenkt aber auch sehr von der Story ab. Dadurch, dass man wirklich diesen vorgegebenen Weg halt hat. Das ist halt eine Pilgerreise von Tempel zu Tempel. Und hier und da weicht man mal davon ein bisschen ab. Ne? Also von der Mierenstraße sind wir beim Funguspass vorbeigegangen und nicht anstatt sofort zur Josie-Straße um. Oder Josie-Straße. Ich weiß nicht genau, irgendwie sprechen die das doch irgendwie aus. Um sofort zum Tempel zu kommen. Da gab es ja nochmal diese Attacke auf Sin. Und ich glaube, genau solche Sachen, die immer mal wieder kommen, rundet das Ganze irgendwie ein bisschen ab. Wir sind mal bei dieser Schlacht im Funguspass gewesen, dann sind wir mal in Bicanel gewesen oder da dann kurz darauf auch in Bevel und so weiter. Und ich glaube, diese Sachen runden das Ganze dann soweit ab. Und dann ist man am Ende bei Unalaska und dann entscheidet sich alles und man ja endet dann trotzdem alles. Und dann wird es richtig spannend, finde ich. Also dann kommt ja eigentlich ein Kampf nach dem anderen. Dann kommt man in Sin rein. Ich habe jetzt hier an der Stelle nochmal einen kurzen Break drin gehabt, wo ich den optionalen Kram gemacht habe. Aber so insgesamt finde ich das sehr, sehr cool. Und dann immer zwischendurch immer diese Tempel, die nochmal einen ganz frischen Wind reinbringen. Nämlich nicht mehr durch diese Gegend laufen, Kämpfe haben. Finde ich sehr, sehr schön. Also, keine Ahnung, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mag die Tempel alle eigentlich sehr, sehr gerne. Bis auf den Tempel von Bahamut. Den mag ich nicht so gerne, aber das liegt einfach daran, dass man nicht sich selbst bewegt, sondern die ganze Zeit auf diesen Plattformen rumschwebt. Und das ist ein bisschen nervig. Ich glaube, das sieht aber auch jeder so.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Final Fantasy X Spieler sagt, nee, der Tempel von Bahamut, das ist mein Lieblingstempel. Ich würde eher sagen, der Tempel davor mit Shiva und der da mit Ixion. Nee, ich glaube, ich musste ja die Tempel alle nochmal machen. Ich glaube, die haben mir alle gut gefallen. Die nehmen halt am Schwierigkeitsgrad immer ein bisschen zu und das ist auch immer cool. Vor allem, wenn man mit dem Fortuna-Spheroiden da noch irgendwie diese Extra-Truhe haben möchte. Dann kriegt man nochmal so einen richtigen Kick rein. Weil davor sind die Tempel immer recht gut machbar. Aber wenn du das dann auch noch machen möchtest, dann könnte es schon mal ein bisschen trickig sein. Oh Gott. Ja, ist es auf jeden Fall tricky. So, das passt so. Kampftechnisch, das Kampfsystem in diesem Spiel finde ich verdammt gut. Du kommst recht schnell in den Kampf rein und fühlt sich halt sehr, sehr smooth an. Du hast das Rundenbasierte wohl drin. Ich bin da eher für ein aktiveres Zeitsystem. Ich brauche nicht immer dieses Rundenbasierte. Aber dadurch, dass sich das so gut anfühlt, also wenn du einen Angriff ausführst und der eine schon hinrennt und den Schlag, glaube ich, gemacht hat, ich glaube, ab dann kannst du beim nächsten schon Sachen auswählen, während der noch zurückrennt. Ich glaube, allein das, dass man sich die ganze Animation angucken muss, bis der nächste am Zug ist und so weiter, gefällt mir sehr gut. Die laufen schnell hin, die machen ihre Attacken eigentlich immer recht schnell, vor allem bei den Kloppies. Bei den Castern dauert das halt immer ein bisschen länger. Was, ja, jetzt aber nicht allzu wild ist. Fühlte sich eigentlich so insgesamt sehr, sehr gut an. Und Beschwörungen hingegen, wie gesagt, die finde ich sowieso in dem Spiel sehr, sehr gelungen. Die sind hier nochmal ein bisschen besonderer als in einem anderen Final Fantasy, wo du dann einfach, an sich ist es ja eigentlich wie so ein Zauber. Ich zauber Feuer oder ich zauber Bahamut und der macht dann irgendeine Attacke, die halt ein bisschen länger dauert, die aber vielleicht auch hier und da mal ein bisschen stärker ist. Muss aber auch nichts heißen, ist ja nicht in jedem Final Fantasy so. Da finde ich die Komponente hier nochmal recht gut. FF8 hatte das noch mit dieser, wo du das aufladen kannst, das hatte dann noch eine schönere Komponente als zum Beispiel in der Final Fantasy 9. Aber insgesamt bin ich ja noch mit den Bestien immer sehr zufrieden. Hauptsache sieht cool aus. Aber in FF10 haben die da schon mal ein bisschen besser rausgemacht. Ekstase-System gefällt mir auch sehr gut. Allein, dass man die behält, finde ich so mit fast das Beste. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das in 7 und 8 war. Ich glaube, da hat man auch einfach nur den Limit Break. Wie hieß das in FF8 denn eigentlich? Da gab es doch sowas auch. Aber da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Na, keine Ahnung. Besser auf jeden Fall als in FF9, wo das voll ist. Und dann, keine Ahnung, besiegst du den Gegner und da ist jemand gerade in Ekstase reingekommen. Ekstase hieß es ja da gar nicht, Trance. Da verlierst du es dann. Das ist so ein bisschen schade, aber dafür ist es in FF9 auch echt stark. Keine Ahnung. Ich glaube stärker als in FF10, die Ekstasen. Keine Ahnung. Aber also wenn du die da aufladen könntest, wäre es auch echt strong. Man müsste es nur mal so ein bisschen anpassen. Fühlt sich einfach nur manchmal vergoldet an und das hast du in diesem Spiel nicht. Hier kannst du es aufladen und dann immer zum bestimmten Zeitpunkt einsetzen. Meistens, wie ich es gemacht habe, zum Boss. Fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Was haben wir noch? Ich glaube, ich bin so ziemlich durch, ne? Monstervielfalt, die gefällt mir in diesem Spiel nicht so gut. Es gibt zu oft die gleichen Monster, die einfach nur andere Texturen oder Farben bekommen haben. Ist mir jetzt nochmal zum Schluss aufgefallen. Deus hatte nochmal den Skin von Ultima Weapon und Omega Weapon. Ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich auch andere Farben, fällt mir nicht ganz groß auf. Richter war zumindest nochmal ein neues Design. Und dann gab es diese Schnecke, wo ich mir denke, warum gibt es diese Schnecke nur in der Monsterfarben? An sich cool, aber wenn die eh schon dieses, ja, keine Ahnung, das so machen, dass es so wenig Monster eigentlich gibt, hätte man die Schnecke ruhig mal irgendwie Mount Gagazet oder in Xenakent oder irgendwo einbauen können oder spätestens in Sinn, hätte man die ruhig nochmal zeigen können, weil die Schnecke sieht ziemlich cool aus, aber vielleicht denke ich mir auch gerade so, die Schnecke ist jetzt gerade so ein bisschen specialiger, weil ich nur ein einziges Mal gegen die gekämpft habe. Ne? Die hat schon so einen Special Charakter jetzt bekommen. Aus der Monster Farm. Aber insgesamt sind doch sehr, sehr viele Monster einfach wiederverwertet worden. Lag wahrscheinlich einfach daran, dass dieses Spiel ja im Gegensatz zu anderen Final Fantasy davor das erste Mal so richtig 3D war. Sonst war es ja, keine Ahnung, schon
Ja, keine Ahnung, der Hintergrund zumindest war halt sehr PNG-lastig, glaube ich, einfach. Der war so nur teilweise 3D, so wie in Final Fantasy 9 oder 8. Und die Monster sind wohl auch 3D gewesen, aber das war, glaube ich, hier nochmal ein anderes, ja, ein bisschen aufwendiger, das Ganze. Sphärobrett fand ich eigentlich eine ganz gute Idee, das Ganze. Hätte man aber besser machen können. Also so, wie es hier aufgebaut ist, ist cool. Nur die Bedienung hätte man besser machen können. Das fällt einem aber erst wirklich auf, sobald man hier wirklich sehr oft drüber muss und einfach alles aktivieren muss. Das hätte einfach noch ein bisschen, keine Ahnung, angenehmer für den Nutzer sein können. Mit dem ganzen Aktivieren und so weiter und keine Ahnung. Ansonsten trotzdem, soweit ist das eigentlich ein ganz cooles System. Besser als zum Beispiel bei Final Fantasy 13. Wie war das bei 15 eigentlich nochmal? Da hatten die auch irgendwie so ein System. Aber vor allem bei Final Fantasy 13, da haben die versucht, so ein Sphärobrett wieder nachzumachen. Das war auf jeden Fall die schlechte Variante. Also das fühlte sich richtig doof an. Da ist man einfach nur diesen Wege abgegangen. Da hatte man ja kaum Entscheidungsmöglichkeiten, glaube ich. Hier beim Profi-Sphärobrett hat man das ja um einiges mehr als beim Standard-Sphärobrett. Das Standard-Sphärobrett hat nicht so viele komplizierte Wege. Umso interessanter war es eigentlich für mich. Ich habe ja später erfahren, das Standard-Sphärobrett wäre besser gewesen als das Profi-Sphärobrett. Deswegen habe ich jetzt hier auch keine 100.000 HP irgendwie geschafft. Ich habe nicht alle Sachen maxen können. Ich habe ja eigentlich soweit alles durch. Glück halt auf 120, das reicht ja aber auch. Aber HP und MP fehlt eigentlich noch ein bisschen was. Das liegt wohl daran, dass ich Profi-Sphärobrett genommen habe. Obwohl ich immer der Meinung war, dass das Profi-Sphärobrett größer ist als das Standard-Sphärobrett. Aber ich glaube, das liegt daran, dass das Profi-Sphärobrett von unten nach oben gerichtet ist und das Standard-Sphärobrett von links nach rechts. Und beim menschlichen Auge ist es ja so, dass es angenehmer ist, von links nach rechts Sachen zu sehen und zu lesen und so weiter, als von oben nach unten. Dann wirkt das immer sehr viel mehr. Liegt vielleicht zusätzlich noch daran, dass es ein 16:9 Monitor ist und dann hat man natürlich dahin geht nicht alles drauf, aber keine Ahnung. Ich vermeide, das Standard-Sphärobrett sieht trotzdem sehr viel kleiner aus. Aber das sind jetzt auch nur Erinnerungen halt vor 15 Jahren oder so, als ich das mal gespielt habe mit dem Standard-Ding. Das war ja auch nur mein erster Spieldurchlauf und ich meine auch, dass ich... Also wahrscheinlich habe ich das Spiel noch mal ein zweites Mal gezockt oder so. Aber ich kann mich da nicht wirklich dran erinnern, wie oft ich das Spiel gezockt habe oder wie viel das einfach nur Erinnerungen sind, wo ich einfach nur meinen Bruder zugesehen habe. Das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, also das System hiervon ist super. Auch das Farmen der Gegenstände war doch nicht so aufwendig, wie ich dachte. Aber es ist schon Gefarme. Aber es geht noch. Keine Ahnung. Also ist mir jetzt nicht so übel ausgestoßen. Es gab hin und wieder mal eher so Sachen, die mir daran nicht gefallen haben. Ich glaube, hier und da das eine oder andere Gefarme war ein bisschen kniffliger. Ich hätte mir gewünscht, dass man mehr als 99 Level speichern kann. Oder mehr als auch als 99 Gegenstände. Dass man sich das irgendwie freischaltet von mir aus. So wie den Hit-Expander und sowas. HP-Expander, dass man das schon irgendwie sagen kann. Level-Expander oder sowas hat man dann auch irgendwie. Dass man mehr als 99 Level haben kann. Finde ich ein bisschen doof, dass sie da ein Maximum gesetzt haben. Weil das wäre ein bisschen angenehmer gewesen für mich. Wenn ich einfach weiter leveln konnte. Und dann am Ende, keine Ahnung, hier rüberlaufen könnte. Die ganze Sache im Endgame finde ich sehr, sehr cool in dem Spiel, dass du nach der Story noch echt viel zu tun hast. Allein mit den Solaris-Waffen, die aber leider hinter Minispielen gesteckt haben, die nicht so cool waren. Also Minispiele in dem Spiel, Chapeau, dass sie sich viel Mühe gegeben haben, so viele sich auszudenken. Mit dem Blitzausweich, mit dem Blitzball generell, das ist ja echt ein großes Minispiel. Und halt auch mit dem ganzen Chocobo-Kram und so weiter, Schmetterlinge fangen. An sich eine nette Idee. Die sind nur nicht so hundertprozentig gelungen. Also man merkt halt immer wieder, dass es ein echt altes Spiel ist und dass es manchmal echt clunky ist. Also ich habe das ja bei Final Fantasy, bei Final Fantasy genau, bei Blitzball habe ich das glaube ich erwähnt, dass man manche Sachen nicht mehr abbrechen kann, wenn man sie zum Beispiel einmal drückt. Man drückt außersehen auf Pass und dann denkt man so, fuck, wollte ich gar nicht drücken, ich wollte auf Tor schießen. Ja, Pech gehabt, du musst jetzt passen, du hast jetzt keine Möglichkeit mehr, obwohl es... dafür finde ich gar keinen Grund gibt, warum man den denn unbedingt jetzt durchziehen müsste. Ich finde, man hat dadurch jetzt nicht so großen Vorteil. Man kann wohl vielleicht Werte sehen bei den Mitspielern,
wie sehr die jetzt Abfangwert haben und du merkst, oh, ich kann das gar nicht schaffen, ich möchte doch lieber ein Tor schießen oder Dribbling versuchen oder so. Aber come on, also es ist nicht so schwierig, da jetzt einfach zu sagen, ja komm, der kann nochmal abbrechen. Da gibt es noch ein paar mehr Dinge, die mir Blitzball dann aufgeregt haben, dass man das nicht abbrechen konnte. Generell halt Sachen, wenn man aus Versehen auf Pokalspiele oder sowas geklickt hat, muss man das durchspielen oder halt Spiel neu starten. Dass man nicht sagen konnte, oh sorry, ich wollte eigentlich gar nicht jetzt hier gerade spielen. Also gab es so mehrere Sachen. Aber Blitzball war immer noch einer von den angenehmeren Sachen, also von den Minispielen. Das machte auch anfangs recht viel Spaß, nur nicht in der Masse, wie ich es jetzt gespielt habe. Ich musste ja ungefähr 40, 50 Matches, glaube ich, spielen. Das war dann irgendwann zu viel. Für so 20 Matches ist das echt ein cooles Minispiel. Balance-technisch nicht so perfekt ausgereift. Manche Gegner sind ein bisschen zu stark gewesen, manche zu schwach. War nie so ein hundertprozentig spannendes Spiel. Da hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Was aber wirklich schlimm war, war dieses Fang-Shogubo-Fang. Das ist persönlich eine der schlechtesten Sachen gewesen. Sehr lustig an der Stelle, muss ich sagen, ist, dass es einige Tage, nachdem ich die Folge gebracht habe, wirklich nur echt wenige, so 2-3 Tage vielleicht, gab es tatsächlich von den Rocket Beans ein, ich weiß das Spiel, wie heißt das Format nochmal, Unschaffbar oder so, wo das nochmal versucht wurde. Da dachte ich so, wow, das kommt jetzt überraschend, dass es so kurz nachdem ich das gemacht habe, jetzt tatsächlich eine Folge davon gibt, weil ich mich auch, glaube ich, einen Tag davor mit meinem Bruder darüber unterhalten habe, dass ich dieses Minispiel geschafft habe. Und er meinte, das müsste eigentlich in diesem Format mal rein, bei Rocket Beans. Und dann ist es tatsächlich auch gekommen. Ja, lustige Geschichte. Und ich weiß gerade gar nicht, Blitze ausweichen fand ich ganz okay. Das hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet. Mir fallen jetzt ganz keine Minispiele mehr ein. Schmetterling fangen war auch in Ordnung. Da hätte man auch irgendwie noch was anderes machen müssen, weil man sieht nicht immer, ob der Schmetterling vorne oder hinten ist, wo man dann ausweichen muss. Aber naja, habe ich auch alles geschafft, keine Ahnung. Auf jeden Fall insgesamt finde ich aber die Idee hinter den Solaris-Waffen sehr, sehr cool. Also, dass man darüber solche Sachen wie Hit-Expander und HP-Expander oder sowas bekommen kann. Also jetzt über Solaris-Waffen nur Hit-Expander. Aber solche Sachen bekommen kann, dass man Minispiele machen muss oder generell irgendwelche Sachen in der Welt machen muss, um die besser zu machen. An sich super, super geile Sache. Und an sich gibt es ja auch keine großen Hinweise dafür. Also es ist schon so ein kleines Rätsel im Spiel selbst, dass es solche Sachen gibt, genauso wie die schwarzen Bestien, auch wenn ich lore-technisch die nicht ganz verstanden habe, wie die da jetzt reinpassen. Ich meine, wir sind Ketzer gewesen, deswegen sind die hinter uns her, aber warum die jetzt schwarze Bestien hatten und nicht normale Bestien, keine Ahnung. Sind ja auch irgendwie, keine Ahnung, Anhänger von Yu Yevon gewesen, wer weiß. Boah, ich weiß gerade gar nicht. Rassentechnisch vielleicht nochmal. Finde ich sehr, sehr schön. Also, dass es viele verschiedene Rassen gibt. Ich mag so eine bunte Welt immer ganz gerne. Das gibt es ja auch nicht immer in Final Fantasy. Ich weiß gerade gar nicht. In FF9 fand ich das so fantastisch. Da gab es so viele verschiedene. Also, da kommst du echt wie in so eine Märchenwelt. Hier gab es auch noch recht viele mit den Guados, mit den Ronzos. Ronzos, mehr mit so einem englischen eher gesprochen. Die Albed. Und dann hier und da noch andere. Ich habe keine Ahnung mehr. Gab ja bestimmt noch ein paar mehr Rassen. Fand ich auf jeden Fall noch eine schöne Vielfalt da drin. Die sehen alle sehr humanoid aus. Ich meine, humanoid ist nicht so das Schlimme, aber doch sehr menschlich. Ich meine, bei Albed ist das nur die Augen gewesen, glaube ich. Nur ein Teil, ja, keine Ahnung, ne? Deren Kultur ist halt dann dementsprechend unterschiedlich. Die Guado hingegen sind ja nochmal ein bisschen abgefahrener, aber auch eigentlich ja sehr menschlich gewesen. Und dann haben wir die Ronzos, die, sage ich mal, die, ja, keine Ahnung, so den Animal-Fetisch da abrufen. Aber ansonsten, glaube ich, war da nicht mehr so viel, oder? Die, ah doch, da gab es diese Gnu-Typen. Wie hießen die denn? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Diese Art Froschartigen. Ich weiß gar nicht, ob man die als Frische bezeichnen kann. Die gab es auf jeden Fall auch noch. Das waren ja immer so Händler. Vor allem bei den Gnus halt vor allem. Hießen die Gnus? Ich bin mir da. Nee, Schnus, oder? Nicht Gnus. Gnu ist ja ein echtes Tier. Deswegen bin ich gerade so am Grübeln. Ich meine die Elefanten, die Olifanten halt. Ihr wisst, was ich meine.
Also da gab es dann auch nochmal so eine Art Rasse. Da waren die zumindest noch ein bisschen einfallsreich, was das alles anging. Boah, ja du, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe so ziemlich jetzt alles mal irgendwie angesprochen. Bestimmt fällt mir gleich irgendwann nach der Aufnahme noch irgendeine Sache ein. Oh, das habe ich jetzt ganz vergessen. Aber so insgesamt für mich ist das Spiel auf jeden Fall einer der besseren Final Fantasy Spiele. Für mich ist halt Final Fantasy 9 das Beste, aber das war halt auch mein erstes. Da kommt Final Fantasy 10 nicht ran. Für mich steht FF10 ähnlich auf der Liste wie FF8 und FF7. Die stehen so alle auf Platz 2 und FF6 auch noch dazu. Die mag ich alle gleich gerne, habe ich das Gefühl. Die haben alle ihre eigenen Qualitäten. Die sind immer sehr unterschiedlich zueinander. Aber jedes Spiel hat so seine Vor- und Nachteile. Ich meine, selbst FF9 hat kleine Nachteile, die ich nicht alle gut heiße. Aber darauf bin ich, glaube ich, bei FF9 auch schon eingegangen. Ist ja auch schon jetzt fast ein Jahr her. Oder sogar genau ein Jahr. Das könnte echt hinkommen. Ich meine, ich habe das Anfang Februar oder so durchgespielt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwie so war das. Naja. Aber das war's mit Final Fantasy 10. Mal gucken. Ich denke mal, ich werde, wenn Final Fantasy 16 rauskommt, das wohl spielen wollen. Aber das kommt, glaube ich, bisher nur auf PlayStation 5. Und die habe ich mir nicht vor zu kaufen momentan. Selbst wenn man da rankommen würde. Von daher, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das Spiel dann über die PS5 zocken könnte oder ob ich irgendwann auf PC-Release warte und das dann über den PC zocke. Habe ich aber auf jeden Fall auch vor zu zocken. Ich zocke eigentlich jedes Final Fantasy. Auch wenn die vielleicht enttäuscht werden könnten. Mal schauen. Ich hoffe mal, die werden jetzt nochmal ein besseres raushauen als die letzten beiden. FF15 und FF13 waren ja beide, hatten beide ein bisschen mehr Makel, sage ich mal, als die Teil davor. Oder FF12 halt, da fing das ganze Debakel ja ein bisschen an. Das letzte Spiel übrigens von Squaresoft, dieses Final Fantasy 10. Danach gab es dann Square Enix. Dann ging auch der Bach, ging es leider den Bach runter. Mit den Teilen, zumindest ist es meine Meinung. Na, jeder soll so ein bisschen seinen Spaß haben. FF13 und FF15 machen ja auch wohl Spaß, sind nur halt nicht halt perfekt, so wie die anderen Teile so ein bisschen, oder nahezu perfekt. Aber ich glaube, das reicht jetzt hier an der Stelle. Ich stehe hier schon eine ganze Weile rum, Folge geht hier schon eine Stunde 21 Minuten. Von daher, ich würde sagen, ich bedanke mich hier einmal für das Zusehen, für den Support, und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Let's Play. Haut rein!